Der bewegendste und der berührendste Moment meines gesamten politischen aktiven Lebens. Alles, was ich jemals mir erträumt habe, vor 11 Jahren beginnend in der Bedeutungslosigkeit einer völlig zerstörten Partei, wurde heute im positiven Sinn korrigiert. Wir sind heute, wir haben einen Tag der Freude, einen Tag der Freude, einen Sieg der Demokratie, der Freiheit, für verbindliche Volksabstimmungen, ja, die Österreicher in den Mittelpunkt stellend, ein Tag, der auch Demut und große Verantwortung mit sich bringt. Unser Norbert Huber, der Präsident der Herzen, der Präsident der alle Herzen erobert hat. Lieber Norbert, 5 Monate Dauerwahlkampf und heute stehen wir alle hier. Nur eine Frage. Wie geht's dir? Boah, ich bin zerniert. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich bin morgen Staatsoberhaupt der Republik Österreich. Möglichkeit 2 ist, in 2 Jahren ist Heinz-Christian Strache Bundeskanzler. Und 4 Jahre später bin ich auch noch dazu Staatsoberhaupt.